Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, heute wollen wir uns mal die restlichen Phylakes vorknöpfen. Der nächste sitzt. Ich glaube, der hier ist der nächste. In der Nähe von Sais. Den. Habe ich leider nicht den Schnellreisepunkt? Okay, das heißt, wir müssten vielleicht von hier aus starten. Da reisen wir dort erstmal hin. Und wir haben einen neuen Bogen, den ich mir gleich mal anschauen muss. Bin gespannt, was der kann. Ich meine, wenn der Phylakes den fallen lässt, dürften wir vielleicht noch ein bisschen was Besseres bekommen haben. So, der Bogen. Kompositbogen. Den können wir noch nicht ausrüsten. Der gibt uns aber Gesundheit bei Treffer. Ich glaube, das ist der Bogen, von dem ihr mir schon erzählt habt. Schnellfeuer. Diese leichte und kostbare Bogen ist der Favorit der Streitwagenlenker. Die beste Waffe zum Jagen. Dann vergesse ich aber, also verlerne ich im Grunde Vergiftung bei Treffer. Aber ihr habt mir so viel davon erzählt, dass ich den dann vielleicht trotzdem ausrüsten würde, wenn ich noch Level 38 erreiche. Die Chance steht relativ gut. So, Pferdchen. Ich töte den Phylakes, Hoffentlich eher nicht mich. Wo rennt... Wieso rennt der da hinten rum? Ptolomäus Faust. Reite mich mal dorthin. Für uns wieder entkommt. Der dürfte Beschütz eigentlich auch kein mich. Problem sein. Wir dürfen nicht scheitern! Was machst du denn? Mal zum Vorbeigehen, den Wagen anzünden. Weil ich nicht weiß, was genau da eigentlich gerade abgegangen ist. Wobei, sie sterben! Von einmal treffen. Wir haben etwas Gutes getan. Entschuldige! Pferd, warum tötest du die Ziege? Aus dem Weg! Warte! Bewegung! Schnell! So kann man den Rest von Ägypten natürlich auch entdecken. Einfach auf der Suche nach. Und Phylakes, warum reitest du da nicht hin? Warum reitest du so einen komischen Weg? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dahin reiten, wo du hin sollst, wo ich meine Markierung gesetzt habe. Oh. Wir reiten aber jetzt auch wieder so viele Soldaten. Wow, es ist Nacht. Es ist so hell wie am Tag. Egal, es ist auf jeden Fall jetzt wieder so viel los mit anderen Soldaten, dass die wahrscheinlich mehr Ärger machen als der Phylakes selbst. Und durch den Außenposten möchte ich jetzt auch nicht unbedingt reiten. Ach, Hyäne, wirklich. Meinst du? Wo ist der Phylakes? Der soll bloß nicht in den Außenposten reiten. Wow.
Häftchen Rebellen. Würde ich? Die Verräter nieder! Das wirst du noch bereuen. Es ist ins Rechte sogar schon einschlagen mittlerweile bei den niedrigen Gegnern. Hey! Du kleiner Penner. Das Pferd wollte ich nicht töten. Der Phylakis. Die Kopfgeldjäger kommen dich holen, Magi! Ja, ja. Wenn du dich in den Rebellenkampf einmischst. Ich kann nicht vom Pferd aus den Angriff machen, oder? Kein Thema. Zeit zu sterben! Ja, ja, ja. Dann stirb mal, wenn du unbedingt willst. Warum tötest du das Pferd? Das konnte nichts dafür. Du hättest einfach nur ein bisschen nach oben stechen müssen, du Penner. Meine Güte, Bayek. Kupferstreitkolben. Ja, mit dem kann ich nichts anfangen. Was ist denn? Welches von euch ist denn nun mein Pferdchen? Oh, fertig, da bist du. So, den Phylakis hätten wir auch. Dann zum nächsten, der nächste, der nächste. Ich glaube, wenn ich so weit rauszoome, dann sehe ich die Phylakis auch nicht mehr. Der nächste ist dann, glaube ich, schon der eiserne Witter. Geh dann nach Perusia. Auch wenn ich mich nicht erinnern kann, wann wir das da waren. Aber hey, egal. Wir besuchen alle alten Orte wieder. Lustig. Ach, Ben. Ah, hallo. Oh. Na dann, auf hier auf. Wollen wir mal den bösen, bösen Phylakis finden und vernichten. Wir trotzen der Autorität. Weil wir es wollen, weil wir es können. Der Magi! Der Magi! Verschwindet am besten, Ferdis. Du verschwindest am besten auch, Ferdi. Du wirst nie wissen, was ich habe. Okay, du kannst was ein bisschen mehr als deine vorherigen Kollegen. Wer schießt da auf mich? Wer geht mir da auf den Senkel? Ist das du? Es tut mir mal wieder leid ums Pferd. Überraschung für dich. Jo, ich auch für dich. Guck mal. Überraschung. Stirb du, verdammter. Stirb du, brenne im Feuer, wo du hingehörst. Ich hab keinen Nebelmann mehr. Katze!
Auch der Bogen. Ah, das ist aber schlechter als der, den ich schon habe. Ja gut, der war ja auch unter meinem Level eigentlich schon. So, jetzt haben wir 4 von 10. Suchen wir den nächsten Phylakis. Der ist gar nicht so weit weg, oder? Nö. Da können wir mal eben nach Memphis reisen. So, Phylakis, nenn mir deinen Namen, damit ich dich töten kann. Der Fremde. Ich werde heute den Fremden töten. Ja, ja, Achtung, Phylakis in der Nähe. Genau deswegen bin ich ja hier. Hey! Achtung! Magi! Du wirst erlegt, du Schelm! Wie hat er mich genannt? Schelm? Ich hätte meine Nebelwände auffrischen müssen. Laune der Natur. Du musst untergehen, Abtrünniger. Nein, aber ich hätte meine Nebelwände kaufen müssen. Das machen wir nochmal. Mit Nebelwänden. Wo ist ein Händler? Genau neben dem Phylakis. Und neben uns. Gut. Da bist du. Ich brauche Nebelwände. Die hast du sicher einfach so mal im Angebot. Sei gegrüßt, Freund. Sei gegrüßt. In Ordnung. Danke. Bis bald. Bis bald. Ich werde mal eben euren Phylakis töten, das stört dich nicht, ne? Hey, jetzt zieh mal vernünftig. Da bist du ja, Magi. Ah!
lass uns mal ein bisschen auf Distanz gehen. Distanz, mein Lieber, Distanz. Was verstehst du unter Distanz, nicht? Hast du Angst vor mir, Feigling? Vor dir? Nö. Vor deiner Frau hätte ich wahrscheinlich Angst. Nicht vor dir. Einer löst sich immer vom Rudel. Und eben gerade hast du dich vom Rudel gelöst. Alles klar. Sarisa-Speer. Die Sachen kann man wahrscheinlich zumindest gut verkaufen. Und dass wir die Phylakis töten, kann nur gut für Ägypten sein. Ich meine, wenn die Phylakis jetzt für Caesar arbeiten... Ein gutes Geschäft. Caesar macht bestimmt nichts Gutes mit den Phylakis. So, der Nächste. Der Nächste. Ich finde es gut, wie wir den Spieß einfach umdrehen. Und jetzt nicht mehr von die Phylakis gejagt werden, sondern selbst die Phylakis jagen. Da unten ist er, ne? In der Gegend ist erstmal keiner mehr. Da habe ich aber auch keinen Reisepunkt in der Nähe. Bis auf die Stadt. Und er ist mitten im der Feste drin. Na, egal. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es, ihn irgendwie rauszubekommen. Weil der geht von alleine raus. Du nennst dich Fluch des Hathor. Der Hathor. Nun denn. Dafür brauchen wir auf jeden Fall unser schönes Pferdchen, denn der Weg ist ein bisschen weiter. Wann waren wir hier eigentlich? Wir waren hier noch gar nicht. Hier ist das Sperrgebiet. Nee, noch nicht. Über die Brücke, da ist Sperrgebiet. Wann waren wir hier? Das ist schon so lange her. Wow. In eine alte Frau. Ich erinnere mich nicht. Wow. Ja! Schnapp den Mädchen!
Magi! Musst du nicht mehr von deinem Pferd runtersteigen? Ich mach dich platt, Vogelhirn! Hey, Vogelhirn? Gehst du mir auf den Sack? Immer diesen nervigen anderen Soldaten, die sich einmischen müssen. Noch ein Schlüssel. So wie der erste. Wie viele Phylakes haben solche? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, wofür die gut sind. Ja klar, eine Schlüssel öffnet eine Tür oder ein Schloss auf jeden Fall mal. Das ist logisch. Und wo genau das Schloss dann sein soll, weiß ich nicht. Da oben ist noch ein Phylakes. Der Berg. Ich sollte erstmal in die Stadt gehen und meine Vorräte auffüllen. Philadelphia. Ach. Okay, hier sind wir. Gib den Weg frei. Ja, fahr doch einfach vorbei, die ganze Straße ist frei. Kommst du zum Handeln? Ja, um meine Vorräte aufzufüllen. Ist gut. Wir sehen uns ein andermal. Das tun wir. Ich würde gerne auf einem Esel reiten. Das geht natürlich nicht. Der Berg. So, dann wollen wir mal. Der dürfte direkt auf der anderen Seite des Flusses sein. Wow. Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur den Bogen wechseln. Vorbeireiten. Hey, warte mal. Hey, da, Brüder! Da ist unser Magi! Ja, da ist der Magi. Hey, lenk den Gegner, ich mach weiter. Steck doch den Bogen ein, was machst du? Oh, die ganzen anderen Affen, die da noch rumrennen müssen.
Gegner. Nein, ich will nicht das Pferd. Du blöder Arsch. Du hast mich dazu gebracht, das Pferd anzugreifen. Die Box hier lenkt den Gegner ab. Hey, Moment! Oh, weiter mit! Ich muss weiter! Weg! Wir begraben dich in einem Erdrutsch! Wo kommen diese blöden Pfeile her? Verrückte Hunde! Wieder einer übergeschnappt! Geh mir nicht auf den Keks, Junge. Wer reitet denn noch rum, der mir Ärger macht? Das Gefühl, die ganze Feste greift hier plötzlich ein. Nein, Pferdchen, geh weg! Übel. Scheiße! Platz da! Aus dem Weg! Haut ab! Sofort! Gut, ich verschwende, wenn ihr das so freundlich sagt. Irgendwann machst du einen Fehler. Meine Güte. Die anderen Soldaten sind ziemlich nervig. Die Flaggers gehen meistens sogar von der Schwierigkeit her. Also. Es fehlen ja nur noch 3. Hier drüben rennt einer herum. Stufe 30. Resgnade. Reisen wir nach Euhemeria, holen uns unsere Sachen wieder und dann geht's weiter zum nächsten Phylakis. Zu Resgnade. Was hat denn der Hund? Einkaufen. Ich muss einkaufen. So, hallo. Ich muss mal eben meine Waren aufrüsten. Für dich zum besten Preis. Sehr gut. Hab Dank. Gute Reise. Ja, danke. Werde ich haben. Phylakis. Nun denn, Pferdchen. Du bist hier. Gut. Ihre Diogef. Aus dem Weg! Halt! Bleib stehen! Nein, ich bleibe nicht stehen. Warum sollte ich? Oh.
Alles klar, komm her. Ready for you. Renne. Und vergiftet bist auch noch. Lass mich absetzen. Wir spießen dich auf, du Speich. Mach schon. Ich will Blut sehen. Du willst Blut sehen, oder? Kann ich für sorgen. Stört dich ja nicht, dass es dein eigenes ist, hm? Komm jetzt raus! Gennadios freut sich auf deinen Kopf! Doofe Einmischsoldaten! Mensch. Das machen wir gleich nochmal. Gleich ohne, dass sich irgendwelche nicht integrierten Soldaten einmischen. Wo bist du? Bewegst du dich auch noch mal raus? Feigling! Wow. Ja, komm her! Da bist du ja! Na, komm her! Es komm! La, und hier ist noch eine 38er Level Typi hinterher. Reichweite von den Deppen ist leider ein bisschen arg hoch. Wir spießen dich auf, du Schwein! Keine Pfeile mehr. So, nur wollte ich auch nicht rufen. Was ist denn da unten jetzt los? Hallo? Ich weiß, was geht's noch? Und bin ich denn jetzt mitten in was für ein Lager bin ich denn jetzt gelandet?
solltest eigentlich halt nicht dran glauben. Was für eine Rotze ist das? Moment, er ist tot. Lass mich das in Ruhe auslösen. Wer schießt da auf mich? Keiner kommt. Wirklich? Wow. Ich will eigentlich nur eure beschissenen Phylakes töten. Habe ich jetzt auch gemacht, aber trotzdem. Wir sind eine Mauer! Ja, ja, eure Mauer wird fallen. Was, ich habe auf euch eigentlich gar keinen Bock. Ich habe viel Lager getötet. Das ist alles, was ich wollte. Der Galater. Level 40. Da muss noch ein anderer sein. Es fehlen nur noch zwei, ne? Was ist denn eigentlich nur noch die beiden Level 40er? Gut. Wo waren die jetzt? Irgendwo hier, oder? Irgendwo hier. Da. Dann reise ich mal nach Karanis. Was? Ich war noch nicht in Karanis, oder? Weil ich im Kampf bin. Oh, ich habe keinen Bock auf euch. Lasst mich. Karanis. Jetzt habe ich Karanis wieder verloren. Verschwinde doch einfach. Warum habe ich da keine schnellere Reise? Immer noch nicht. Nirgendwo. Wow. Ab wann genau kann ich endlich schnell reisen? Oh, der nächste Kampf. Nein, der nächste Kampf, den ich keine Lust habe. Nicht jetzt. Ich will eigentlich nur schnell reisen und ich bin schon wieder im Angriff. Oh, leck mich doch. Darf ich jetzt bitte endlich schnell reisen? Wäre zu gütig.
Jo, dann kaufen wir ein. Bevor wir weiterreisen. Oh, Kätzchen. Geht mir aus dem Weg, Menschen. Ich muss der Katze aus dem Weg gehen. Wie kann ich dir helfen? Zu einem Spottpreis. Ich hatte schon günstigere Verkäufer, ja? Sturmklingen. Ist gut. Da sind einige sehr nützliche Waffen dabei. Nützlich. Gut. Ist gut. Den verkaufen wir nicht. Rennen bei Treffer. Rauch und Spiegel. Legendärer Raubtierbogen. Leichmodus-Schaden, kritische Trefferchance. Ich glaube, wir haben einen neuen Raubtierbogen. Dann leb hoch. Brennen bei Treffen? Hallo. Das klingt doch mal total nach mir. Röhrenspiegel ist aber schlechter als das, was ich aktuell habe. Gut, ich kann es natürlich aufwerten. Wenn ich genug Geld habe, könnte ich es aufwerten. Brennen bei Treffen ist nämlich schon gar nicht mal so schlecht. Was kann ich dir anbieten? Miteinander. Konnte ich das denn aufrüsten? Auch ein Spiegel auf meinem Level. Das müsste ja jetzt deutlich besser sein. Qualität 87, 573 Schaden. Ja. Und Munition. Gut, die Munition ist gleich geblieben, aber trotzdem. Wir wollen brennen. Wir wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Später, Freund. Genau. Hinüchen, ihr da oben. Du da oben, der Galater. Level 40, das könnte definitiv jetzt hart werden. Weißt du, wo du lang musst? Ich weiß es nämlich nicht, Pferdchen. Nein, du weißt es offenbar auch nicht. Wir müssen hier erstmal raus. Raus aus der Stadt. Wow. Ich würde sagen, da entlang. Schaltet euch hier aus, bevor es Ärger gibt. Oh. Bevor ich den Phylakis rufe. Dann geht ihr mir nicht mehr auf die Nerven, wenn er dann da ist.
hättest nicht herkommen sollen. Ich bin gesegnet durch dein Dasein. Danke. Upsala. Ihr seid gar nicht böse, ne? Hey! Ich will nicht die Falschen treffen, Leute. Das muss ich reparieren. Den Griechen zu dienen ist ein Untergang, du. Hey! Alle mehr müssen sterben! Wo ist er denn jetzt? Der gehört mir! Nein, der gehört mir! Geht doch mal aus dem Weg, Leute! Ich hab das Ziel in Sicht! Bleib zurück, ne? Deck meine Luft! Rennt mir doch nicht alle vor dem Pfeil rum. Wenn die den töten, dann zählt es doch nicht für mich. Leute. So, nachdem ich gezwungenermaßen eine Pause machen musste, da mir das Spiel mal wieder abgestürzt ist, können wir uns jetzt nochmal dran machen, diesen Phylakis zu töten. Vielleicht helfen uns hier auch die werden Damen und Herren von vorher nochmal. Die Rebellen, aber vielleicht nur. Die standen uns ja auch ein bisschen im Weg rum. Was ist denn jetzt kaputt? Okay. Okay. Das ist nicht so gut. Mitten im Sandsturm möchte ich eigentlich nicht so gerne kämpfen, muss ich sagen. Nicht vom Weg abkommen. Nein, nicht vom Weg abkommen.
denn hier jetzt los? Okay. Ich glaube, die Rebellen sind ein bisschen verpeilt. Toll, natürlich sind die Pfeile weg, weil das Spiel abgestürzt ist. Auf gleicher Höhe mit dir kämpfen. Okay, ich dachte, du wärst auf dem Pferd. Hätte ich gewusst, dass du nicht auf deinem Pferd bist, hätte ich mein Pferd, glaube ich, auch nicht gerufen. Ich glaube, ich wechsle mal eben meine Waffe. Mein Feuer habe ich jetzt schon. Lass nichts und niemanden durch! Ach nö, jetzt kommen die Deppen von dem Fort auch noch dazu. Und die Rebellen haben sich verkrümelt, oder wie? Deine Zeit ist gekommen! Oh. Mich verarschen, dass er mit einem Schlag so viel Schaden macht? Wow. Jetzt wird Blut fließen. Wow. Hey, ich habe meine anderen Pfeile wieder. Yay. Wow. Was von wo? Wieso machen denn seine Pfeile so viel Schaden? Nur weil er zwei Level über mir ist? Toll. Unfassbar. Deine Zeit ist gekommen. Ich reite einfach um dich herum, ne? Und zwar in so einem Abstand, dass du nicht deine blöden Pfeile schießen kannst, mich aber auch nicht erwischst. Deine Zeit ist gekommen. Die Technik ist bisher nicht unbedingt die verkehrteste, würde ich sagen. Yeah.
Oh, vergiftet ist er, glaube ich, nicht mehr. Der Sandsturm hat natürlich die Rebellen verjagt. Jetzt wird Blut fließen. Wow. Die Technik dauert zwar ein bisschen, aber bisher ist sie recht sicher. Zeit ist gekommen! Damit nicht, dass da jetzt wieder Soldaten von außen dabei sind. Gut. Bestätigen wir den Tod und hauen ab. Bevor das Spiel auch wieder abstürzt. Die vierte Plage Kriegsbogen. Können wir sowieso noch nicht benutzen. Ui, okay. Der war schon was schwerer. Na gut, wenn man die Technik raus hatte, ging's. Aber meine Güte hat er reingehauen, wenn er eingetroffen hat. Und der andere Phylakis ist auch gar nicht so weit entfernt. Vielleicht hole ich aber zuerst den Aussichtspunkt. Dann könnte ich nämlich nochmal meine Pfeile in der Stadt auffrischen. Also werde ich wohl erstmal zum Aussichtspunkt reiten. Wow. Okay, du kannst da nicht hoch. Wow. Okay, lass mich absteigen, bitte. Ein goldenes Fragezeichen haben wir hier auch noch. Aber ich glaube, ich gehe erst zum Aussichtspunkt. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Ja, noch eine. Noch einen Schneesturm, wollte ich sagen. Noch einen Sonnensturm könnten wir nicht unbedingt gebrauchen. Ich meine, der bereitet uns jetzt nicht wirklich Schaden. Und dass er die Rebellen verjagt hat, war halt nicht so toll. Volk von Reh. Huch. Reh. Hat er mir. Du, warte! Freundlich gesehen? Oh, das Abzeichen. Du bist der Magi aus Siva. Iyu. Okay, hi. Ihr kennt mich also. Interessant. Bin bereit. Aussichtspunkt. Sei gesegnet, der Wind. Ist da oben. Das heißt nichts Gutes. Warum lassen die Soldaten des Pharaos uns nicht in Ruhe? Wir lehnen Weil der Pharao ein Bock ist. Weder sie noch ihre Anhänger dürfen über unser Leben bestimmen. Ein falscher Pharao ist kein wahrer Herrscher über uns. Widerstand ist das Einzige, was bleibt. Ist denn hier der Aussichtspunkt? Da oben? Das Volk von Reh. Ich schätze mal, das sind alles Rebellen.
Interessant, was man noch so alles entdeckt, wenn man die Phylakis sucht. Und da liegt was. Ich weiß nicht, wie ich runterspringen sollte. Sieht eher nach dem Tod aus. Okay. Gut, nicht der Tod. Ich mache mir Sorgen um die Kinder. Estella ist für gewöhnlich nicht so lange fort. Sie kann auf sich aufpassen. Sie wird Tetano unversehrt zurückbringen. Genauso wie immer. Einige Leute. Und so wurde aber denkt sie auch daran, selbst unversehrt zurückzukehren. Ich mache mir mehr Sorgen, dass die Häscher des Pharao sie bereits erwischt haben. Ich will eigentlich nur die Phylakis noch töten, Leute. Ich wusste ja nicht, dass hier noch so viel versteckt ist. Es werden nicht genug von uns übrig sein, um irgendeinen Widerstand zu leisten. Es spielt keine Rolle, wie viele Männer die Ptolemäer auf uns hetzen. Wir werden... So, in die Stadt. Ach, ich muss gar nicht in die Stadt. Wo? Hallo. Wo? Drin. Offenbar drin. Offenbar ist drin. Der Laden. Hallo, Laden. Hey, was stimmt nicht mit dir? Kann ich dich mit etwas locken? Kannst du vielleicht? Gut. Und ich will mal eben nochmal meine Waffen checken. Wir haben ja wieder frische bekommen. Und der neue Bogen, den finde ich schon mal gut. Den möchte ich eigentlich nicht austauschen. Die vierte Plage, Kriegsbogen, können wir sowieso noch nicht ausrüsten. Wieder ein Vergnügen. Ah, hallo mein Freund. Wie kann ich helfen? Ich möchte dir ein paar Sachen verkaufen. Den Streitkolben möchte ich dir bitte verkaufen. Ist gut. Die vierte Plage werde ich dir wahrscheinlich auch verkaufen, weil ich... wahrscheinlich den leichten Kompositbogen dann nehmen werde. Achtung! Verkauft! Bis bald! Bis bald! Was stimmt nicht mit dir? Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Das stimmt nicht mit mir. Bin bereit. So, Level 38 dürften wir doch noch hinbekommen. Durch die... Lack ist durch den letzten. So, Pferdchen. Kadett, sagt mir, wo der letzte Füllackes herumläuft. Der eiserne Bulle.